Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute möchte ich mit euch zusammen von der Firma BlueEtty die Powerstation EB3A auspacken. Das ist eine kompakte Powerstation mit 268 Wattstunden und 600 Watt Leistung. Also ein Gerät, was man auch immer mitnehmen kann, wenn man irgendwo Strom unterwegs braucht. Es wiegt nicht zu viel, es ist nicht zu groß. Und man hat trotzdem genügend Leistung. Genau, packen wir das Ganze einfach mal aus und schauen, was uns da erwartet. Ich möchte da drei Teile aus diesem Video machen. Einmal das Unboxing, einmal das Gerät drumherum gehen, anschauen und dann einmal auch, wenn man es einsetzt. Nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. So, hier haben wir einmal die Zubehörschachtel. Da haben wir hier einmal das Netzkabel. Haltgerätestecker kennt wahrscheinlich jeder. Und wir haben noch zusätzlich dabei ein Adapterkabel. Das wäre MC4 auf Rundstecker. Also können wir da ganz normale Solarpanels anschließen, wenn ich das so richtig deute. Das war erstmal das hier oben. Können wir das auch gleich wegnehmen? Upsala. Also gut verpackt ist die ganze Sache auf jeden Fall. Das ist schon mal gut, dann kann nichts kaputt gehen. Dann haben wir hier ein User Manual, Bedienungsanleitung. Was für Sprachen das jetzt genau sind? Ach, Deutsch ist auf jeden Fall auch dabei. Das reicht mir. Und hier haben wir noch so Warranty, Police und so weiter und so fort. So, da kann man das hier auch mal wegnehmen und dann kann man auch schon das Gerätchen hier entnehmen. Zack, da ist glaube ich nichts mehr drin im Karton. Ich schaue trotzdem lieber noch mal nach, nicht dass ich noch was Wichtiges vergessen habe. Nö, Karton ist leer. Stellen wir weg. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. So, und das Ganze ist in Folie verpackt und da haben wir schon das gute Stück. Wie gesagt, sehr kompakt, auch nicht schwer. Sehr gut zu tragen. Hier ein Griff, der wegklappbar ist. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben hier vorne alle wichtigen Sachen auf einen Blick. Wir haben hier die ganz normale Schuko-Steckdose und hier die restlichen Anschlüsse. Wie gesagt, da gibt es dann ein extra Video. Das ist auf jeden Fall alles mit dabei. Und ich verlinke euch auf jeden Fall das Produkt unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr nochmal draufklicken, wer jetzt schon genau wissen will, was da alles so für technischen Daten anliegen. Ansonsten einfach das nächste Video anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann.